Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir befinden uns gerade, ich glaube, es ist der Wunsch der Träume. Und schauen uns das Ganze mal hier an. Hier können wir auch ein bisschen was lernen über Dementoren und über bestimmte Geister. Und das hier ist ein... wie heißt der Geist? Das fällt mir ein. Dementor! Nein, Harry, konzentrier dich. Der Irrwicht sieht nur wie ein Dementor aus. Er spielt mit deiner Angst. Excepto Patronum! Triffst du auf mehr als einen Dementor, oder in diesem Fall Irrwicht, wird ihre Präsenz dich wahrscheinlich daran hindern, dich zu bewegen. Ein perfekter Patronus schaltet den Irrwicht aus. Für den Moment. Okay. Dann musst du auf alle übrigen Irrwichte zielen, bevor der vorherige Zauber aufhört zu wirken. Excepto Patronum! Excepto Patronum! Oh. Ich habe es geschafft. Gut gemacht, Harry. Anscheinend hast du den Zauber gemeistert. Toll. Oh, und da ist noch eine Sammelkarte. Wir holen mir doch gleich die Sammelkarte. Das war gut für mich. Oh, eine dumme Falle. Oh nein! Entschuldige bitte die Falltür und so weiter. Ja. Ich musste wissen, wie du reagierst, wenn die Dementoren dich überraschen. Du hast dich hervorragend geschlagen. Danke, Professor Lupin. Alter Werwolf-Witze hier. Reite mich überall rein, der Sack. Nach dem Unterricht gegen die Dementoren fragte Harry Professor Lupin, ob es stimme, dass Sirius Black und sein Vater Freunde gewesen seien. Professor Lupin schien die Frage unangenehm zu sein. Er sagte nur, dass er Sirius einmal gekannt habe, oder es zumindest glaubte. Da! Grenze ist verschwunden! Und weißt du, was auf dem Boden lag? Katzenhaare! Rostrote Katzenhaare! Du willst doch nicht sagen, dass Krummbein... Ich habe gerade gehört, sie wollen Seidenschnabel wegen des Angriffs auf Malfoy hinrichten. Nein! Das können sie nicht! Da steckt Malfoy dahinter. Ihn sollten sie bestrafen. Wir müssen doch was tun können. Eine Berufung. Eine Berufung, genau. Ich habe da doch was über Hippogreifenangriffe gelesen. Wir können in der Bibliothek suchen. Ich komm mit, aber ich habe wirklich genug von deiner Monsterkatze, Hermine. Oh, ja. Ich frage mich, wo Madame Pince ist. Vielleicht hat Krummbein sie auch erwischt. Ich weiß, dass sie uns die Bücher über Hippogreifenschlägereien gibt. Es ist ein Notfall. Sie stehen dort im Rechtsbereich, aber der ist abgeschlossen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, daran zu kommen. Auf jeden Fall. Wir sollten das aber machen, ohne Ärger zu bekommen. Ärger? Wer sagt, wir bekommen Ärger? Depulso! 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 Ron, schau mal nach, ob wir nicht irgendwie in den Rechtsbereich hochkommen. Okay. Okay. Carpe Retractum! Oh! Ich könnte hoch, warte mal. Carpe Retractum! Kann ich da jetzt nicht rüberspringen? Hä?
Tatsächlich nicht. Warum nicht? Na gut, dann muss ich gucken, ob ich da anders. Ach so, da ist noch ein Ding. Okay. Hab ich gerade eben nicht gesehen. Carbon-Entkräftung. Eine Buchregalleiter. Wie genial. Was es nicht so alles gibt in Hogwarts. Sehr gut, Hermine. Und Harry steht Schmiere. Wir rufen, wenn wir Madame Pince sehen. Sehr gut. Sprechen wir mal. Hallo, Luma! Luma! Und letzter Kobold. Ach, guck mal, das ist schon wieder das Drachending. Den brauchen wir schon gleich. Oh, cool. Wo liegt denn, ist denn hier ein Drache? Ist er irgendwo aufgetaucht hier? Da. Drakonipod! Ah, warte. Auch garantiert oder. Oh. Oh. Doch da rein? Ah, hier, warte. Nein, komm her. Du kannst einmal Feuer spucken, das kostet den Kamin halt wahrscheinlich. Sehr gut. Das heilige Buch. Klar liegt das so da. Ihr seht, wie das Buch da liegt. Einfach wie der heilige Gral. Okay. Da ist das Buch. Perfekt. Und jetzt direkt zu Hagrid. Yes. Oh, die Karte des Rumtreibers. Hast du was gefunden, was uns bei Seidenschnabels Verteidigung hilft? Ja. Ich habe das Buch auch schon Hagrid gegeben. Moment. Wie hast du das gemacht? Wir haben uns gerade erst getrennt. Naja, ich habe eine Abkürzung genommen. Komm, wir wollen uns nicht zur Zauberkunst verspäten. Es ist gleich hier. Haltet diese schrecklichen Dinger von mir fern. Lauft! Es hat total den Verstand verloren. Oh nein. Das sollten wir uns besser mal ansehen. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja. Wir haben aber noch Zeit, dem Ding eine Lektion zu erteilen, was auch immer es ist. Das machen wir, da gibt es auf jeden Fall Karten. Deine Entscheidung, Harry. So, ich will einmal kurz hier hinten noch getroffen. Depulso! Ne, alle drei. Depulso! So, kurz mal hier noch hingehen, hier war noch irgendwas. Also erstmal können wir da speichern. Luma. Da, guck mal. So. Guck mal, also da geht's. Zerstört? Da geht's rein Richtung Zaun und wir gehen hier rein. Mal gucken, was hier passiert. Da läuft eine Art Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Natürlich. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Depulso! Das sind einfach zu viele. Weg zu Sempra.
Schwierige hier. Die Vertrauensschülerin sagte, wir bekommen alle 5 Karten, wenn wir das Ding endgültig besiegen. Depulso! Depulso! Wirklich nicht schlecht, oder? Ja. Depulso! Alle Mann, ich glaube, deine Zauberkraft hat sich verbessert. Oh, danke schön für das Kompliment, Hermine. Was für ein netter Streberer, du bist. Pass auf! Rektor Sempra! 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 Wenn wir das letzte Monster besiegen, bekommen wir die letzte Karte des Satzes. Wir sind alle nochmal mit Glück. Das sind einfach zu viele. Was für ein wirres Durcheinander. Was für ein wirres Durcheinander, oder? Mein Gott. Naja, Todesmonster. So viel zum Thema Monsterbuch der Monster. Ein bisschen traurig ist es schon. Wir hätten es vielleicht zähmen sollen. Hermine! Letzte Karte und ab zur Zauberkünste. Wir sollten jetzt wirklich zur Zauberkunst gehen. Nachher müssen wir von Marons, George Hallo, und Freds Shop besuchen. Ich bin Professor Flitwick. Willkommen zu Zauberkunst. Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glacius. Wer würde das gerne vorführen? Harry Potter, genau mein Mann. Wenn du bitte durch diese Tür treten würdest, können wir mit der Glacius-Aufgabe anfangen. Okay. Mit Glacius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an, ja? Jetzt Obacht, Harry. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Okay. Hast du den Computer gerade eben abgeschmiert? Warum auch immer? Deswegen kurzer Break. Gelassen! Okay. Gelassen! Gute Arbeit, Harry.
Ah, guck mal. Oh, geschafft. Alohora! Alohora! Oh, brauche eine Karte noch. Sehr gut. So. Versuch jetzt mit dem Gratius-Zauber das fließende Wasser gefrieren zu lassen, Harry. Versuchen wir. Ausgezeichnet. Wow, das ist komplett gefroren. Also eine Rutschbahn. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Oh ja. Mit den Pfeiltasten links-rechts drehst du dich. Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsam. Das probieren wir mal. Los geht's. Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Oh. Aber er setzt sich hin, aber er ist ja... Okay, das war jetzt gar nicht so schwer. Elastio! Ah! Elastio! Recto Centra! Recto Centra! Elastio! Oh, da ist auf Feuer lassen. Karte. Okay, noch eine Karte, noch eine Karte. Elastio! Okay, oh, ich bin bei der Rutschen. Okay, jetzt die Rutschpartie ein bisschen spannender gerade, glaube ich. Ich kann auch schneller werden, okay. Ich will gar nicht schneller werden, ist mir egal, wie schnell ich bin. Geht ja nicht nach Zeit hier, oder? Ist noch irgendwas? Alohomora! Alohomora! Elastio! Aha! Ja, auch nicht schlecht. Drin. Da ist eigentlich von drin, nochmal. Depulso! Depulso! Ah, guck mal hier. Ist der, guck mal, ist der von unten? Ja, okay, perfekt. Guck mal, wie viele Kürbisse das Ding fallen gelassen hat. Nett. Nice. Speichern. Elastro! Okay, wie denkst du? Oh. Okay, mit der Maus zu steuern ist ein bisschen blöd, ey. Ich glaube, wir haben nicht alle erwischt, kann das sein? Ja. Recto Sempra! Recto Sempra!
Rectusembra! Rectusembra! Na sehr gut, da kann ich auch noch was machen, oder? Kann ich löschen das Feuer? Nee, kann ich nicht, okay. Hätte ich jetzt rein können mit meinem Glasius-Zauber? Kann ich anscheinend nicht. Ich glaube, wir können definitiv was einkaufen bei George und Fred, so viel wir gerade gefunden haben hier. Ah! Elasto! Aha! Alohomora! Okay, jetzt geht's in die andere Richtung. Alohomora! Alles geschnappt. Zurück. Gelasius! Rectusembra! Elasto! Ah, okay. Ah, okay. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich hier. Alohomora! Bildkarte. Tür hier rein, ne? Ach so, die. Na, wird das mal wie werfen was? Oh, noch mehr. So. Ich meine, wir sammeln schon ganz schön viel ein hier, muss ich sagen. Alohomora! Alohomora! Alter! Komm gar nicht. Ich sammle nur noch einen hier. Sehr gut. Los geht's. Okay, komm schon, Harry. Yes, die haben alle erwischt, glaube ich. Nicht schlecht. Warte, ist eine Bildkarte? Yeah. Auch. Wir haben 8 Stück, ne? Uns fehlt ja... Uns fehlt eine. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Eine fehlt uns. Wir haben 9 erwischt. Schauen wir nochmal irgendwann rein. Ausgezeichnet, Harry. Komm zurück, wenn du die Glacius-Aufgabe erneut an... Oh, aber du hast leider nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Das ist wirklich schade. Ach, komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal anzugehen. Finde alle 10 Schilde und du kannst in den Bohnenbonusraum... Ich komme wieder. Einfach mal eiskalt abgebrochen, sein Satz. So, nee, tut mir leid. Wenn ich nicht in den Bonusraum darf, dann... Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen?
Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Und Salamander so groß wie Hagrid. Na, übertreib mal nicht. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Später, Peter. So. Oh. Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. War das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid, sie haben ihn hingerichtet. Hey, da ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Tja, Krätze nicht. Oh. Ach, die Geschichte. Okay. Hab ich dich, du freche Ratte. Ah! Run! Harry, pass auf! Die peitschende Weide! Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch. So, jetzt erfahren wir endlich was über Sirius Black. Wohin führt dieser Tunnel bloß? Ich weiß nicht, aber wir müssen Ron helfen. Los geht's. Kannst du was hören? Oh nein! Ein verzaubertes Skelett! Oh nein! Am besten zaubern wir beide gleichzeitig. Rektus Empa! Sind. Depulso! Ach, guck mal. Oh, Mann, Mann. Alo, Aurora! Alo, Aurora! Kann ich da rüber springen? Muss ich auch schaffen, oder? Ah, okay. Hermine! Ah, okay. Das war jetzt noch nicht so knapp. Komm, Hermine, wir gehen weiter. Sehr gut. Gott sei Dank. Schokofrösche. Ja, die helfen mir mal, ne? Schokofrösche. Hallo, Aurora. Okay. Ah. Depulso. Rektus Empa. Halt die Bohne nicht nur mit. Hallo, Aurora! Noch mehr Schokofrösche. Komm, Hermine. Hallo, Aurora! Auf die Türen. Zu zweit ist die leichter. Glasius. Oh nein, Salamander! Glasius! Rektus Emp, Glasius! Wow, dein Glacius-Zauber ist ziemlich beeindruckend, Harry. Vielen Dank. Danke, aber wir sind noch nicht fertig. Lass uns Ron finden und von dir verschwinden. Hallo, Aurora! Hier geht's längs, komm. Herminchen. Hallo, Aurora! Sind die sehr simpel gestrickt, die Spiele noch ein bisschen. Ah! Das war ja blöd. Harry, alles in Ordnung?
Ja, geht schon. Aber ich sehe keinen Weg zurück nach oben. Such weiter. Ich schaue, ob ich einen Weg zu dir runterfinde. Okay. Ach, ich spiele mit Hermine weiter, okay. Dann los. Wie komme ich da runter? Was ist denn hier? Drache, guter Drache, bester Drache. Gut. Aber wie kommst du denn da rein? Brauchen zwei. Oh nein, blockiert. Harry? Harry! Aha. Jetzt wechseln wir so ein bisschen die Seiten die ganze Zeit, beziehungsweise die Personen. Das ist ja auch ganz witzig. Letztes Mal beim Manic Mansion gehabt, was passiert. Na super. Ich hoffe, Ron geht's gut. So, Frosch, geh mit mir. Ich war hier, hier. Oh, wir rutschen ein bisschen, warte. Hallo, Nora! Gelaufen! Los geht's. Rutschen wir eine Runde. Wow, das war mal ein Riesensprung. Okay, da geht's nicht weiter. Elasco! Depulso! Depulso! Aha, guck mal. Hab schon gedacht, dass da irgendwas ist. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da nichts gewesen wäre, ne? Alles mitnehmen hier, ich weiß nicht warum. So ein Sammler hier. Alles dabei haben, was wir brauchen können. Depulso! Hallo, Nora! Depulso! Ah, guck mal! Na, das war witzig. Wir müssen Ron helfen. Hallo! Nein, ich bin gespannt. Wieder Boden, 1405, 1406. Ein paar. Hallo, Nora! Hallo, Nora! Das sollte schnell aufgehen. Oh. Was ist hier? Was denkst du, ist das hier? Von Tomb Raider, das ist die erste Katakombe. Nein, ich denke nicht. Lass mich mal nachdenken. Das was schieben ist auf jeden Fall. Depulso! Depulso! Wir müssen wie eine Treppe bauen, wie man sieht. Depulso! Depulso! Oh,
rüber, Harry. Depulso! So, oder? Na klar. Drin. Ich mache das ein hier. Da drüben ist auch noch was. Auch ein kleines Trüchen. Ob hier irgendwas gibt hier an Geheimgängen? Gucken wir lieber mal. Ich hoffe, dass hier alles gut versteckt ist, ne? Aber. Hier ist, glaube ich, nichts. Nee, dann können wir da hoch. Da. Ich glaube, ich komme mal zum heulenden Hütte, ne? Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte. Er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Passt auf. Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry. Das war Pettigrew. Wow, also die Geschichte wird ein bisschen schnell vorangetrieben, ne? Peter Pettigrew hatte nicht nur James und Lily Potter an Voldemort verraten, er hatte den Verrat auch Sirius Black untergeschoben. Pettigrew sollte nach Hogwarts zurückgebracht und Professor Dumbledore übergeben werden. Aber in dieser Nacht sollte noch ein weiteres Geheimnis gelüftet werden. Oh, der Werwolf. Professor Moody, was ist los? Überlass das mir! Lauf! Geht es ihm gut? Zumindest atmet er. Professor Lupin ist ein Werwolf? Das klang wie ein Hund. Das muss er sein. Geh und hilf Sirius. Ich kümmere mich um Ron. Okay. Lasst ihn in Ruhe. Er ist unschuldig. Ja, mit dem Mentoren. Oh, jetzt geht's los.
Oh nein. Einer erwischt mich, ja? Für einen Moment glaubte Harry, jemanden zu sehen, der ihm zu helfen versuchte. War es sein Vater? Aber nein, das konnte nicht sein. Harry, wie geht's dir? Was ist passiert? Geht es Sirius gut? Wo ist Ron? Madame Pomfrey sagt, dass Ron wieder gesund wird. Er braucht nur ein wenig Ruhe. Leider hatte Sirius Black nicht so viel Glück. Er ist in einem hohen Turm eingesperrt. Er wird bald den Dementoren übergeben. Ich kann nichts dagegen tun. Aber er ist unschuldig. Ich glaube das auch. Was wir brauchen, ist mehr Zeit. Aber... Oh, der Zeitumkehrer. Zeitumkehrer? Heute Nacht könnte mehr als nur ein unschuldiges Leben gerettet werden. Ich wollte es dir erzählen. Irgendwann. Ich habe diesen Zeitumkehrer von Professor McGonagall bekommen. Ich habe ihn das ganze Schuljahr benutzt, um zusätzliche Stunden belegen zu können. Das erklärt so einiges. Wir könnten ihn benutzen, um Seidenschnabel zu retten. Und dann fliegen wir mit ihm zum Turm hoch und retten Sirius. Wir müssen aufpassen, dass unsere früheren Ichs uns nicht sehen. Ja, so ist das. Jetzt kommen wir der Geschichte näher. Seidenschnabel muss irgendwo da drin sein. Es ist schrecklich still. Hast du den Zeitumkehrer auch um die richtige Zeit zurückgestellt? Ich hoffe noch mal. Gucken wir mal hier rein. Schau, da ist Seidenschnabel. Klasse, lass uns einen Weg zu ihm suchen. Man muss diese Plattform doch irgendwie hochkriegen. Kriegen wir bestimmt hoch, aber wir speichern erstmal. Dann sage ich danke für diesmal und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.